Stecken, sondern darum, jetzt den Platz zu finden. Ich habe es mir nicht leichter vorgestellt. Ich muss sagen, von meinem Kartenbildmaterial und dann diese riesige Stadt plötzlich, sage ich, mein Gott, wo ist dann dieser rote Platz? Das hat über eine halbe Stunde gedauert, bis ich den tatsächlich dann gefunden hatte. Eigentlich will Matthias Russ zu Lenins Füßen mit seiner Cessna einparken. Direkt vorm Mausoleum. Und dann habe ich da ein paar Mal gekreist und festgestellt, dass verdammt viele Leute sich auf diesem Platz aufhielten. Ich sage, ja gut, und dann kam ich zu dem Schluss, na gut, die müssen weg. Und dann, was kann man natürlich machen als Pilot? Da muss man natürlich erstmal ein bisschen tiefer rüberfliegen und den Leuten somit zu signalisieren, dass man da runter wollte. Aber das Unglückliche war, dass sie liefen immer wieder auf die Mitte des Platzes zusammen. Und sage ich, das kann ich ja nicht machen. Ne? Und nachdem ich da dreimal sehr tief drüber geflogen war, waren da 10 oder 15 Meter Flughöhe nur. Und das war immer sehr, sehr schwierig, am Ende des Platzes hochzukommen, weil da war ein Kaufhaus Gumm und noch ein anderes, das hohe Gebäude, da war noch ein Baukran aufgestellt und da musste ich mich immer durchzirkeln. Und am dritten Mal hatte ich dann gesagt, das Risiko ist zu groß und am vierten Mal geht es vielleicht nicht mehr gut. Also ich muss eine Alternative finden. Ne? Und da habe ich dann diese Brücke entdeckt, diese vierspurige Brücke, die über die Moskau führte. Und da war wenig Autoverkehr drauf und sage, ja, das ist ja optimal. Kurz zum Anflug sah ich denn, dass da in gewissen Abständen so Leitungen quer gespannt waren. Da dachte ich, oh, das jetzt auch noch nicht. Da habe ich nun gar nicht mitgerechnet. Ne? Und dann, gut, dann zwischen dem ersten und dem mittleren Leitungspaar habe ich dann zum Glück genügend Platz gehabt. Und dann bin ich dazwischen durchgetaucht und aufgesetzt. Und rechts vor mir fuhr so ein blauer Lader, das weiß ich noch. Ein oder zwei Autos war da und dann habe ich den so leicht überholt und dann mein Mann guckte dann so seitlich rüber und kriegte nur große Augen und sagte, hoffentlich verliert er jetzt nicht die Kontrolle über sein Auto, sonst ist es uns alles aus. Aber da fuhr der locker weiter, ich habe es damit geschafft und der Mann ist auch ganz ruhig. Er hat in diesem Moment nur gefragt, was er wo dachte jetzt, dass da links von ihm dann Flugzeug dann vorbeirollt. Das hat er sich schon auch nicht vorstellen können, so in seiner Fantasie. Kurz nach 19 Uhr ist der Coup perfekt. Matthias Rust kommt auf dem Parkplatz vor der Basiliuskathedrale zum Stehen.